Wenn wir von dem Buddha sprechen, sprechen wir ja meistens von unserem Buddha, ja? Oft von dem historischen Buddha, von dem Buddha Shakyamuni oder von dem Mann, der als Siddhartha Gautama geboren worden ist und als der Erwachte in die Geschichte eingegangen ist. Aber tatsächlich hören wir gerade von ihm, dass es nicht nur einen Buddha gab, sondern über die langen Zeiträume kosmischer Existenz eine ganze Anzahl von Buddhas. Und die waren durchaus verschieden. Die hatten verschiedene persönliche Eigenschaften, hatten auch ganz unterschiedliche Lebensumstände zum Teil. Aber sie waren in manchem auch sehr einig, sehr sozusagen in Übereinstimmung. Und zwar, was ihren Forschergeist anging, was ihre Disziplin anging, was ihre Erkenntnisse anging und die Art und Weise und Inhalte dessen, was sie gelehrt haben. Und ich will heute einen Buddha als Auftakt, als Aufhänger nehmen, der nach der Tradition in einer für uns mythologischen Vorzeit gelebt hat. So der Buddha Vipassi, von dem es heißt, dass er vor 91 Weltzeitaltern gelebt hat. Aber wie gesagt, egal wann und wo ein Buddha erscheint, der Kern dessen, was er in dieser Welt, in dieser Existenz erkennt und lehrt, ist das Gleiche. Und ich will diesen Buddha mal zitieren, so wie wir ihn von Buddha Shakyamuni überliefert haben. Überlegt euch das, das ist ein Zitat des 91.000 Weltzeitalters, also das ist schon enorm. Elend, sagt er, steht es um diese Welt. Man entsteht und vergeht, man stirbt, man schwindet und erscheint wieder. Aber wie etwa aus diesem Leiden zu entrinnen sei, dem Alter und dem Tod, das versteht man nicht. Eine ganz allgemeine, ganz fast banale Tatsache angesprochen, dass Menschen geboren werden und dass sie altern und dass sie sterben. Es wird gleich dazu gesagt, dass es nicht nur einmal passiert, wie wir im Westen so gerne glauben, wenn ich tot bin, bin ich tot, so ungefähr. Sondern dass dieser Prozess des Geborenwerdens, Alterns und Sterbens sich immer fortsetzt. Und ihr habt aus diesem Anfangswort schon, ach, Elend steht es um diese Welt, schon gehört, dass diese Tatsache nicht unbedingt erfreulich ist. Sterben, alt werden, krank werden ist nicht etwas, worüber man sich freut. Und damit seht ihr schon das Generalthema, mit dem sich Buddhas immer wieder beschäftigen. Nicht nur mit der Frage, was wird aus diesem Körper, warum zerfällt dieser Körper? Okay, das ist ein Aspekt. Sondern es wird immer auch tiefer gefragt, was sind denn die Grunderfahrungen des Menschen überhaupt oder aller empfindenden Wesen? Und diese Grunderfahrung ist, irgendwo klemmt's immer. Das Leben ist nicht so, wie ich mir es vorstelle. Es ist irgendwie nicht erfüllend. Ich bin nicht ganz zufrieden. Es muss irgendwie anders sein. Und wir sehen an dem Beispiel, das war damals so und hat sich bis heute nicht geändert. Aber in dem letzten Satz, den ich vorgelesen habe, steht auch, man weiß nicht, warum das so ist. Man versteht die Situation nicht. Man kann feststellen, so ist es und jeder von uns hat genug Lebenserfahrung, um das eine oder andere beizusteuern, aber die Frage ist nicht geklärt und nicht unbedingt geklärt, warum ist das denn so und vor allen Dingen, wie man denn da rauskommt. Und er stellt sich damals die Frage schon, ob nicht doch wohl zu ergründen wäre, wie man diesem Leiden entrinnen könnte. Dem Alter, dem Tod und der Unvollkommenheit der Existenz überall. Und es erinnert vielleicht ein bisschen an das, was auch der Buddha Shakyamuni, also unser Buddha, gelehrt hat. Der sagt, ich habe nur eine Sache auf der Tagesordnung, nicht das Alter, Krankheit, Tod, sprich Leiden und die Beendigung des Leidens. Wobei Leiden sich immer tief einprägen, nicht nur das Manifeste ist, aua, es tut furchtbar weh, das auch, sondern mit dem alten indischen Ausdruck Dukkha ist gemeint,
alles, was nicht vollkommen ist, alles, wo es irgendwie hakt und klemmt und ich nicht sagen kann, so muss und so kann es bleiben, das ist Zucker. So, soweit sind alle Menschen irgendwo. Sie können ja gucken, wie das Leben läuft. Die Frage, die entscheidende Frage ist, warum ist es so? Und genau das ist auch die Frage, die sich Vipassi gestellt hat und die ihn überhaupt erst dazu gebracht hat, ein Buddha zu werden. Nicht? Der normale Mensch wird kein Buddha, weil er nicht die richtigen Fragen stellt. Und wenn er sich stellt, kann er sie meistens nicht beantworten. So, und deshalb stellt er folgende Frage. Da hat nun Vipassi folgend überlegt, was muss denn sein, damit Alter und Tod ist? Das ist übrigens eine Frage, die Kinder auch schon stellen. Warum? Warum, warum, warum? Und das ist die Eingangsüberlegung dieses antiken Buddha, der wissen will, wenn es das Phänomen Alter, Sterben und Tod gibt, warum ist denn das so? Wo ist denn die Bedingung dafür? Und das Wort Bedingung, Bedingtheit, führt uns zu etwas, was ganz zentral zur buddhistischen Lehre gehört. Nämlich die Frage nach dem bedingten Entstehen aller Phänomene. Der normale Geist hat das Gefühl, den Eindruck, die Dinge sind. So wie sie sind, existieren sie halt. Gucken wir es uns doch an. Nehmen wir wahr, wie die Dinge sind. Aber ein tiefer blickender Geist fragt immer, in welchen Zusammenhängen tauchen denn die Phänomene auf? Was sind denn die Bedingungen, die Gründe, die Ursachen dafür? Und damit habt ihr spätestens an dem Punkt erraten, dass heute Abend mein Thema die bedingte Entstehung ist. Jetzt mache ich aber erstmal einen kleinen Schnitt, weil ich heute nicht nur einen Vortrag halten will, sondern ich will euch etwas in die Hand geben. Denn man kann über die bedingte Entstehung in unzähligen Varianten reden und ich will es heute mal machen anhand der Symbole, die auf dem tibetischen und buddhistischen Lebensrad zu finden sind. Das habt ihr vermutlich alle schon mal gesehen. Hier im Raum habe ich keins jetzt im Moment entdeckt, aber ich will diese Frage der bedingten Entstehung anhand dieser Symbole mal erklären. Und da ist es besser, wenn ihr auch sowas in der Hand habt. Deshalb habe ich heute mal ein paar Arbeitsblätter mitgebracht, die ich jetzt verteile und wenn jeder eins hat, dann geht es hier in der Tagesordnung weiter. Okay, dann haben wir eine Voraussetzung geschaffen. Jetzt nehmt euch das mal vor und guckt mal auf 5:12 so ungefähr, ja? Links oben, wo die Nummer 12 steht. Und guckt mal auf das kleine Bild. Vielleicht kann man es ein bisschen identifizieren. Ich erkläre es aber. Diese Bilder sind übrigens geschaffen für Leute, die das schon kennen, ja? Also wenn man genau hinguckt, sieht man in der Mitte einen Mann, eine Frau, ein Wesen jedenfalls, mit einem Rucksack, mit so einem Paket hinten drauf. Das ist eine Leiche. Das ist ein Leichenträger, der einen Toten wegträgt. Und rechts daneben, wenn man seine Augen bemüht, sieht man auch eine andere Leiche auf dem Boden liegen. Und links davon sieht man so ein bisschen ein Gerippe und einen toten Schädel. Und das ist zunächst mal die Grundbeschreibung menschlicher Existenz, zumindest so, wie sie endet. Der Körper zerfällt und man sieht schon ein paar Tiere, die dann sich darüber freuen und sich über den Leichnam hermachen. Alter, Krankheit, Tod als Lebenssituation. Und wir haben ja vorhin die Frage von Vipassi gehört, der wissen will, ja, wann kann man denn überhaupt sterben? Was ist denn die Bedingung dafür, dass man seinen Körper verlieren kann? Die Antwort findet ihr, wenn ihr eins nach links rückt. Denn man kann nur sterben, wenn man vorher schon mal geboren worden ist. Geburt ist die Voraussetzung dafür, dass man sterben kann. Jetzt muss man aber aufpassen, dass man diese Symbolik nicht zu platt nimmt. Ja, denn wir wissen, dass Menschen werden geboren, Hunde werden geboren, Katzen, Tiere werden geboren und die sterben auch, das ist uns bewusst. Aber der Buddha sagt, auch Dinge werden geboren. Und da muss man gucken, was das existenziell bedeutet. Dass also Geburt jetzt im buddhistischen Sinne nicht nur wörtlich genommen werden darf, sondern im übertragenen Sinne, geboren ist dann eine Situation, wenn sie in unserem Leben aufscheint. Auch dieses
diese Veranstaltung heute Abend ist geboren. In dem Moment, wo wir hier zusammengekommen sind und uns hingesetzt haben, miteinander angefangen haben zu reden. Der Vortrag ist geboren in dem Moment, wo ich das erste Wort gesagt habe. Ja? Und der Stau, in dem wir gesteckt haben, die sind alle irgendwann geboren. Und übrigens, die sterben auch alle, diese Phänomene, die ich genannt habe. Um 9:30 spätestens wird das, was unsere Abendveranstaltung ausmacht, zu Ende sein. Es wird tot sein. Licht aus, im wahrsten Sinne des Wortes, das geht wieder auseinander. Also sollten wir diese Symbolik tiefer sehen, nicht nur, da kommt jetzt ein neues Kind auf die Welt, das quäkt, sondern das Prinzip unserer Existenz ist, dass die Dinge in unserer Wahrnehmung, in unserem Erleben erscheinen, dass sie sich verändern, das nennt man am Körper altern, aber in der Situation an Gegenständen nennt man das Veränderung, Wandlung und irgendwann geht es kaputt, wird es weggeworfen. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, jetzt schon am Anfang, nichts passiert ohne Grund, nichts passiert ohne Bedingung. Und die erste Bedingung, von der wir jetzt gehört haben, ist, alle Phänomene, die erscheinen, werden geboren. Das haben wir mitgekriegt. Aber der Buddha wäre nicht der Buddha, wenn er sagt, okay, dann weiß ich das jetzt nicht. Man kann nur sterben, wenn man geboren wird. Weil jeder, der ein bisschen seinen Geist aufmacht, der kommt ja dann auf die nächste Frage, ja, in Gottes Namen, warum wird man denn geboren? Warum erscheinen denn die Wesen auf der Welt? Also das haben wir im Biologieunterricht ja mitgekriegt, warum es Kinder gibt. Nicht? Erinnert euch an die Bienen, wie das so funktioniert. Und das ist das Symbol, das wir nebendran sehen, wenn wir jetzt ein Stück weiter runterrutschen. Da sehen wir, na, man muss es wissen, eine schwangere Frau. Ich habe es dran geschrieben, dass man es leichter identifizieren kann. Eine schwangere Frau ist eine Frau, die ein Kind in sich trägt. Dieses Kind ist aber noch nicht geboren. Ja? Und die Antwort, die uns der Erwachte in dieser Frage gibt, ist, es kann nur zu einer Geburt kommen, wenn vorher ein Werdeprozess ist, wenn in dem konkreten Fall ein Schwangerschaftsprozess ist. Ja? Dann kann man es nachvollziehen. Aber bitte auch hier, alle Dinge, die wir erleben, die bei uns auftauchen, die haben, wenn ihr so wollt, eine Vorlaufzeit. Sie treten erst in Erscheinung, aber sie waren vorher schon irgendwie da. Lass mal ein konkretes Beispiel. Also wir fahren da jetzt unsere beliebte Leipziger hoch, so schön richtig sonnig heute, wir sind gut drauf, fahren im Auto mal statt 30, 60. Und plötzlich so ein kleiner Blitz, ja, wir alle wissen, was das ist. Eben hat uns die Polizei irgendwie erwischt. Und unser Geist sagt, das ist ein Knöllchen. Und an diesem Knöllchen seht ihr, was werden ist. Das Knöllchen ist schon da, aber noch nicht hier. Ja? Es ist im Werden. In dem Moment, wo wir geblitzt werden und die ganze Maschinerie da in der Bürokratie vor sich geht, tut sich was, obwohl wir davon erst noch gar nichts mitkriegen. Erst wenn wir den Briefkasten aufmachen, ja, oder ja, es gibt ja einen schönen Brief mit Bild meistens dazu, dann ist dieses Knöllchen geboren worden. Dann ist es da. Aber bevor es eben geboren wird, bevor es in unserem Leben erscheint, hat es schon einen langen Werdeprozess hinter sich. Übersieht man meistens, manchmal kann man es nachvollziehen, oft kann man es gar nicht nachvollziehen. Und das ist unsere geistige Beschränkung schon an dieser Stelle, dass wir die Phänomene selbst wahrnehmen, aber gar nicht diesen Vorlauf, dieses Werden, dieses Potenzial erkennen. Ja, das sozusagen im Raum ist. Und jetzt ist die nächste Frage natürlich ja, warum werden? Beim Knöllchen ist es uns klar. Ja. Es geht diesem Prozess des Werdens wieder etwas anderes voraus, eine andere Bedingung. Wir haben also vorher etwas gemacht. Im konkreten Fall, wir sind im Auto gefahren.
haben mal richtig sozusagen Gas gegeben, haben mal richtig gezeigt, was wir können und was bei uns unter der Haube ist. Das sagen wir manchmal, manchmal juckt's. Psychologisch betrachtet, wir haben Wünsche, die wir haben, also richtig befriedigt. Ja? Wir wollten mal die Sau rauslassen, oder wie man heute sagt, ich weiß nicht, wie man das so heute nennt. Ja? Wir wollten es mal zeigen, wir wollten einfach mal genießen die Situation. Und es heißt hier im Bild oder psychologisch gesprochen ergreifen. Das ist ein technischer Ausdruck, wenn man so will, ein psychologischer Ausdruck. Ergreifen ist immer dann, wenn wir uns einen Wunsch erfüllen. Und das kann man ja sinnlich, kann man das ja sozusagen nachvollziehen. Da liegt etwas Gutes zu essen vor uns. Der Wunsch in uns entwickelt sich und wir greifen im wahrsten Sinne des Wortes hin. Also da kann man es unmittelbar nachvollziehen, wo das Wort herkommt und wo die Bedeutung herkommt. Aber es ist damit ein psychischer Prozess, ein Ablauf in unserem Geist, in unserem Handeln beschrieben, dass wir unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte befriedigen wollen, meistens oder oft durch eine körperliche Handlung, Autofahren, Essen, Fahrradfahren, Tanzen etc. etc. Oder auch sprachlich, indem wir miteinander reden oder auch geistlich, indem wir etwas miteinander sozusagen kommunizieren oder auch denken, indem wir uns mit den Dingen dieser Welt auseinandersetzen. Und das Symbol dafür ist ein Affe, der nach Früchten sozusagen greift. Ja? Der Affe ist ja, wenn ich das richtig sehe, tierisch. Ja? Das Symbol ist ja ein tierisches. Das heißt, hier hat es viel mit Instinkt zu tun, sozusagen mit ursprünglichen Dingen, die nicht unbedingt vernunftgesteuert sind. Also als ich das letzte Mal einen Affen im Zoo beobachtet habe, war das genau dieser Vorgang. Der wurde gerade gefüttert, 10 Äpfel lagen vor ihm, er konnte aber nur 5 halten. Und immer wenn er den 6. noch greifen wollte, ist der 5. wieder runtergefallen. Und dann hat er mit der anderen Hand diesen wieder hochgehoben und so ging das ewig hin und her. Also nach Früchten greifen. Und das ist das, was einen Großteil unseres Lebens ausmacht. Wobei das nicht die Früchte im engen und eigentlichen Sinne sind, aber wir alle haben ja irgendwelche Früchte, nach denen wir greifen und mit denen wir uns Frieden und Freude gönnen. Aber jetzt nochmal diese Strecke nochmal kurz zurück, dass wir den Zusammenhang nicht verlieren. Da tut jemand was, ergreifen. Der Fachausdruck ist Karma, das Wirken, das Tun. Ja? Und der Erwachte sagt ja, aus allem, was man tut, gehen Folgen hervor. Karmische Wirkung aber, die Folgen für unser Tun, treten nicht immer unmittelbar ein. Habe ich am Knöllchen gezeigt. Ja? Also wenn ich unfreundlich zu euch bin, dann tritt die Wirkung oft sofort ein. Ja? Oder bei manchen Tätigkeiten, man tut was und da ist das Ergebnis sofort sichtbar. Aber oft ist es eben so, dass das Ergebnis unseres Tuns erst nach einem Jahr, vielleicht nach 10 Jahren oder nach 50 Jahren sich manifestiert. Das ist das Werden, dieser Prozess, wo die Ergebnisse unserer Aktivitäten in der Latenz sind, noch nicht sichtbar sind, aber irgendwann sich manifestieren und wir uns dann fragen, wo kommt denn das überhaupt her? Also so geboren werden und in das Erleben eintreten. Aber warum in aller Welt greift man nach den Dingen? Oder erst nochmal einen Seitenzweig, nach was greift man denn? Ich will das nochmal ein bisschen erweitern, damit das ein bisschen lebendiger ist. Greifen können wir 4 Dinge, meistens materielle Dinge. Wir wollen was sehen, was hören, was genießen, was Schönes machen. Also viele Väter morgen werden genau das tun. Sie ziehen los, haben ihr Wägelchen vollgepackt mit allen möglichen Dingen, nach denen sie tatsächlich greifen und diese materiellen Dinge, die da drin sind, Bier und Wurst und was nicht alles, genießen. Aber man kann auch nach anderen Dingen greifen. Nach Ideen beispielsweise. Nach Vorstellungen. Es gibt Menschen, die machen sich Gedanken über alles Mögliche. Nennt der Erwachte auch Upadana, nicht das Aufgreifen, das sich dich aneignen. Man kann sich bestimmte Verhaltensweisen aneignen. So muss man es machen oder anders muss man es machen. Und last not least, das ist eine ganz tolle Art des Ergreifens. Man greift nach dem eigenen Ego.
Ich, ja, die Ich-Behauptung, Ich-Befriedigung, Ich-Entwicklung oder wie nennt man das? Ich, wisst ihr, was ich meine? Selbstentfaltung, glaube ich, sagt. Naja, Selbstverwirklichung, das Wort habe ich gesucht. Das ist eine Urform des Ergreifens, ja, die uns alle mehr oder weniger tangiert. Also da haben wir eine Bandbreite, dass wir diesen Aspekt des Ergreifens von Realität nicht zu eng sehen, sondern es ist jede Form von Handlung, die darauf zielt, eine Befriedigung herbeizuführen. Nicht? Ergreifen heißt, ich will es schön haben, ich will was Schönes erleben, wie auch immer. So, nächste Frage ist natürlich, warum in aller Welt hat man denn immer diesen Vorgang des Zupackens, des Sich-Identifizierens, des Sich-Aneignens? Wir eignen uns ja immer dauernd etwas an. Warum denn in aller Welt? Wo ist da die Bedingung? Wenn man hier auf das Bild schaut, das ist das mit der Nummer 8, heißt es, da ist ein Trinker zu sehen, vielleicht könnt ihr es identifizieren, der hat auch so eine Schale oder so eine Kanne in der Hand. Und dieses Symbol steht für Durst. Und da kann man wieder ganz sinnhaft nachvollziehen, was der Ursprung, was der Grund für das Ergreifen ist. Für das Trinken, man hat Durst. Aber Durst ist ja auch wieder nur ein Bild, nur ein Hinweis für eine Lebenssituation. Wir haben nicht nur Durst, weil es heiß ist, sondern Durst steht ja für alle möglichen Formen des Verlangens, ja, des Drangs, nach irgendwas zu erleben. Haben wollen, sein wollen, erleben wollen, all das sind ja Formen des Durstes. Und wenn man Durst hat, greift man nach dem Bier. Wenn man Lebensdurst hat, greift man nach dem Leben. Sucht sich das, was man erwartet als Befriedigung, als Lustempfinden. Warum, werdet ihr fragen, hat man denn Durst? Verlangen, Begehren. Warum haben wir 1000 Wünsche? Und vor allen Dingen, warum haben unterschiedliche Menschen unterschiedliche Wünsche? Was sind die Bedingungen also dafür, dass Durst, das Verlangen, das Wünsche auftauchen? Rücken wir eins weiter, da lesen wir, Gefühl ist die Bedingung dafür. Das versteht man vielleicht nicht unmittelbar. Aber wenn man sich mal selbst prüft, wenn wir etwas tun, was beabsichtigen wir denn damit? Nehmen wir nochmal das Beispiel, wir brausen da die Straße hoch mit 60, 80 in der Fußgängerzone oder was auch immer. Es bringt ein angenehmes Gefühl. Guck mal, was ich für ein toller Kerl bin, ja. Oder selbst wenn man da an der Eisdiele nicht vorbei kann da vorne und da jedes Mal stehen bleibt, bevor man hierher kommt. Warum macht man das? Warum greift man nach der Eistüte? Ja, warum greift man danach? Weil das Verlangen immer darauf zielt, ein Gefühl zu befriedigen. Wenn man die richtige Eissorte auswählt, ist es nämlich angenehm nachher. Wenn man die richtigen Dinge sich kauft, das richtige Urlaubsziel sich aussucht, was auch immer den richtigen Beruf ergreift, das ist die ganze Existenz betroffen. Was immer wir tun, zielt darauf, ich will angenehme Gefühle haben. Und wenn ich vorhin von Durst sprach, vom Verlangen, ist das immer nur die Absicht, ein gutes, ein angenehmes Gefühl, das man schon einmal hatte, zu wiederholen. Weil ein gutes Gefühl, das wir hatten, ein befriedigendes Gefühl, das prägt sich ein. Ach, war das toll. Und der Geist sagt, ah ja, dann holst du doch wieder. Das ist dann der Durst. Ja? Und der Durst sagt, um mich zu befriedigen, dann musst du hinpacken, dann musst du dir das nehmen, musst du dir kaufen, musst du dir besorgen. Dann bist du glücklich. Oder musst halt Gas geben, wie auch immer. Und daraus der ganze Rattenschwanz. Denn wenn ich einmal hingegriffen habe, prägt sich noch tiefer ein. Oh, das schmeckte aber gut. Ja. Und dann muss ich das nächste Mal die andere Eisdiele ausprobieren, ob es da nicht vielleicht noch besser schmeckt. Weil das Gefühl, der sagt, ja, mich gibt's bestimmt noch besser und größer und länger. Also das ist ein Teufelskreis. Ihr seht schon, dass das eine Gemengelage ist von Einzelfaktoren, wo das eine immer das andere hervorruft.
Aber wir sind noch nicht am Ende. Warum hat man denn Gefühle? Rieseln die vom Himmel oder werden die von den Genen ausgelöst oder sind es Erziehungsprobleme, die sich da äußern? Wo also kommen Gefühle her? Hier auf unserer Skizze ist das, nein, geh nochmal zurück, Entschuldigung, geh nochmal zurück. Lass uns diesen Symbol, dieses symbolische Bild nochmal betrachten. Denn wir sehen ja, dass der Mensch, der für Gefühl hier steht und richtig schnell läuft, der rennt ja. Und das ist ein Aspekt von Gefühl, das setzt uns in Gang. Ja, also wer starke Gefühle hat, der wird dadurch richtig auch lebendig. Also Gefühle sind ja, wenn ihr so wollt, das A und O unseres Lebens. Dadurch werden wir auf Trab gebracht. Das bringt uns im wahrsten Sinne des Wortes auf Trab. Aber, und das ist die Kehrseite davon, dieser Mann hat zugleich einen Pfeil im Auge. Und wenn man einen Pfeil im Auge hat, heißt das, man sieht nicht wirklich gut. Das Auge ist weg. Man ist blind, zumindest auf dem einen Auge. Und damit ist sehr viel gesagt über die Qualität von Gefühlen. Wer starke Gefühle hat, sieht die Realität nicht, wie sie ist. Sondern man sieht die Realität, wie das Gefühl sagt, dass es ist. Ja. Da ist die Eisdiele nochmal. Das Gefühl sagt, toll, wenn du mich hast, bist du auf immer glücklich. Ob das jetzt gesund ist, was da zusammengerührt ist oder nicht, das interessiert nicht, das sieht auch niemand. Und wenn man so richtig Lust hat, dann guckt man auch nicht auf den Preis. Ja, oder nochmal beim Knöllchen, ja, wenn es einem so richtig jagt, dann ist es einem auch mal egal. Nur später wird man dann natürlich eines Besseren belehrt, aber es ist was anderes. In der Situation, wo die Gefühle so richtig stark sind, wird der Verstand beiseite getan. Auge blind und man greift zu mit all den Folgen, die geschildert sind. Aber jetzt zurück zur Frage, warum gibt's Gefühl? Was sind die Bedingungen dafür, dass dieses Phänomen auftaucht? Und das sehen wir auf dem nächsten Bild. Wenn ich das richtig deute, ich irre mich vielleicht, sind es Mann und Frau, die in einem engen Kontakt sind. Ja, vielleicht kann man das so sehen. Ein Liebespaar, und dafür steht psychologisch gesehen oder existenziell gesehen etwas, was der Buddha Berührung nennt. Also Berührung, bildhaft kann man sich vorstellen. Jeder hat schon mal einen Liebesfilm gesehen und weiß, was Berührung ist. Kann man nachvollziehen. Aber wir gucken ja immer tiefer. Was ist mit dem Bild gemeint? Ja. Und da muss man daran erinnern, dass wir als Individuen ja ständig in Kontakt sind mit der sogenannten äußeren Welt. Und ständig passiert das, was wir Wahrnehmung nennen, was wir Kontakt, jetzt mal einfach ausgedrückt, was wir Kontakt von Ich zur Umwelt nennen. Ich habe ja oft schon darüber gesprochen, dass dieser Kontakt über diese 6 Sinnesbahnen gilt. Wir haben ständig einen Austausch über die Augen, über die Ohren, Nase, Zunge, Mund und unseren physischen Körper. Das heißt, wir sind ständig in Berührung von Außenwelt. Innen und Außen begegnen sich, Ich und Welt begegnet sich, Subjekt und Objekt begegnet sich. Und dieser Zusammenhang ist genau der, wo Gefühl entsteht. Wenn ich mit dem Kopf gegen die Wand renne, ist es ein Kontakt. Dann entsteht auch ein Gefühl, ein unangenehmes Gefühl. Wenn ich was Nettes mir kaufe und es genieße, entsteht ein Gefühl. Ja, Objekt kommt an Subjekt, das Ding wird vereinnahmt, ergriffen sozusagen. Es entsteht ein angenehmes Gefühl. Kontakt ist der existenzielle Ausdruck. Ja, es wird langweilig, weil wir fragen, warum Kontakt? Wo kommt der zustande? Was sind denn die Voraussetzungen dafür, dass wir kommunizieren können mit der Umwelt? Da seht ihr das nächste. Das ist ein Haus, in dem Fenster sind. Genau genommen sind es 6 Fenster, wenn man nachzählt. Und das Haus wird in den buddhistischen Schriften oft identifiziert mit dem menschlichen Körper. Wird sogar von dem Körperhaus gesprochen. Haus deshalb, weil dieser Körper das Feste, das Materielle, das richtig manifest Greifbare an uns ist.
Aber dieser Körper hat eben sechs Öffnungen, sechs Fenster, durch die man hinausgucken kann auf die Welt. Und damit ist das Subjekt beschrieben, das sind wir beschrieben mit unserer Körperlichkeit, die zugleich sechs Sinnesorgane hat, um nach außen mit der Welt in Kontakt zu treten. Ich kann also nur in Berührung kommen mit meiner Umwelt, wenn ich selbst existiere, logisch, aber wenn ich auch diese inneren Bahnen habe, die diese Kommunikationsmöglichkeiten mit dem Außen erst ermöglichen. Und manche Interpreten sagen, jetzt guck mal genau hin, guck mal länger hin, ob du jemanden hinterm Fenster siehst. Ja? Und das ist die geheime Botschaft, die da mit drin ist, dieses Haus ist leer. Da ist keiner drin. Ja? Das ist eine tiefe Botschaft, die wir heute nicht näher betrachten. Aber eine ganz sozusagen interessante Sache, die uns sagt, da wohnt kein Ich drin. Da ist gar keiner, der wirklich substanziell ein Selbst genannt werden kann, sondern das sind nichts anderes als die Funktionen der sechs Sinne, aus denen heraus der ganze Rattenschwanz hervorgeht, über den ich schon mal gesprochen habe. Das ist die buddhistische Lehre von Anatta, von der Ichlosigkeit, der Substanzlosigkeit. Aber wir sind immer getäuscht, weil wir doch dauernd empfinden, ey, da bin ich doch, ich esse doch das Eis, ich habe das Knöllchen doch gekriegt, ja, ich bin doch jetzt hier und ich gehe doch nachher nach Hause. Aber es ist ein anderes Thema, das ich jetzt nur mal andeute. Dieses Haus ist im Grunde leer. Nächster Punkt. Warum gibt's denn dieses sechsfache Sinnesgebiet, so wird es hier genannt? Psychologisch betrachtet ist der Mensch oder sind Lebewesen nichts anderes als die Repräsentanten von Sinnesfähigkeiten und Sinnesdrängen, sechsfach. Da gibt es ein sehr schönes Bild, das unter der Nummer 4 zu sehen ist. Das ist ein Boot und da sind Menschen drin. Und da haben wir wieder diese Zweiheit. Das Boot steht für das Feste, für das Körperliche, für das Materielle. Und was in dem Boot ist, das ist das Lebendige, das ist das Seelische, das ist das Geistige. Und guckt jetzt schon mal, dieses Boot läuft auf einem Strom. Ja. Und das ist das Bild für das, was wir Ich und Welt nennen. Denn das Boot fährt auf einem Strom, links und rechts sind Ufer, und im Boot sind die Personen. Das ist die ganze Welt. Denn die ganze Welt besteht aus nichts anderem als aus diesen Komponenten, dem Materiellen, dem Geistigen und dem Strom, auf dem sich das Ganze bewegt. Die Dynamik, in der Ich und Welt und Geistiges und Materielles immer wieder auftaucht. Nama Rupa wird das in Pali genannt. Rupa ist alles, was formhaft ist, alles, was gestaltet ist, alles, was man mit den äußeren Sinnen wahrnehmen kann, was das Auge sehen kann, was das Ohr hören kann. All das ist Rupa, Form, Materie, sagen wir. Nama ist das zweite Element und das alte indische Wort ist fast identisch mit unserem deutschen Wort Name. Und da sehen wir, was Leben eigentlich bedeutet. Leben heißt, materielle Dinge benennen. Das ist ein ständiger Prozess, der stattfindet in unserer Wahrnehmung. Es tauchen materielle Dinge auf, irgendwelche Objekte, und wir geben denen Namen. Haus, Boot, Auto, Polizist, Knöllchen, Eis, was auch immer. Namen. Und wir selbst haben ja auch Namen. Nama, Rupa. Und Name und Form, Nama Rupa, haben die Eigenschaft, sich immer auf dem Strom des Lebens zu bewegen. Die Sachen gehen immer voran. Es sind keine statischen Angelegenheiten, sondern das ist ein Strömen, ist ein Strom. Das Leben ist ein Strom, in dem sich nichts anderes immer wieder zeigt als Physisches und Geistiges. Wo Körper und Geist, um es einfach zu sagen, wo Körper und Geist da ist, da ist auch die sechsfache Form möglich, nicht? Diese sechsfache Strukturierung von Nama und Rupa. Jetzt kommen wir wieder zum Affen. Das ist die Nummer 3 auf unserem Bild. Ein Affe, den kann man sich mal angucken. Ein Affe ist immer unterwegs.
Ja, also einen meditierenden Affen habe ich noch nicht erlebt. Sondern ist immer in Action, immer auf der Suche, immer bewegt, immer sucht er was. Ja, er ist immer auf etwas gerichtet, immer in, ja, im Dreh, kommt nicht zur Ruhe. Dann haben wir wieder das Instinkthafte. Der Affe muss so, der ist so gewöhnt. Der ist einfach in diesem Trall, in diesem Drang drin, immer wieder von Ast zu springen. Und das ist jetzt genau der Lebensstrom, der uns bewegt. Ja, das, was in Pali auch Vinyana genannt wird, die Selbsttätigkeit der Existenz. Und ich empfehle das immer mal zu prüfen, wenn man nicht weiß, was damit gemeint ist, wenn das zu abstrakt ist. Ja, dann sage ich immer, entschließt euch doch mal wenigstens 5 Minuten euer Herz stillstehen zu lassen. Einfach mal, das ist doch unser Körper, nicht? Dann entscheiden wir mal so, die nächsten 5 Minuten mein Kreislauf mal eingestellt, die Atmung wird eingestellt, der Herzschlag wird eingestellt und was so an Verdauung und so weiter. Das ist einfach mal Schluss für 5 Minuten. Und da merkt man, was Lebensstrom ist. Die hören uns ja gar nicht mal zu. Die hören gar nicht zu, was ich da gesagt habe. Es tut sich weiter. Ja? Das ist der Affe. Der Affe springt weiter, ob ich dem jetzt sage, bleib sitzen, geh nach links, geh nach rechts. Der macht sein Ding. Und dasselbe gilt auch für unseren Geist. Das kennen wir ja alle gut. Oder zumindest, wenn wir mal versucht haben zu meditieren, kennen wir das gut. Sagen wir unserem Geist doch mal, du, nur 5 Minuten. Nur mal 5 Minuten, keinen Gedanken. Und dann wissen wir, was der Lebensstrom ist. Das tut sich. Das ist immer wieder dasselbe. Das ist die Eigendynamik, die man gar nicht bremsen kann. Das ist der Automatismus unserer Existenz. Das Programm, nach dem wir ticken. Jeder hat ein bisschen anderes Programm. Aber jeder hat ein Programm. Ja, wie kommt dieses Programm zustande? Aber gleich haben wir es. Wie kommt dieses Programm zustande? Auch das wissen wir aus unserer Erfahrung. Nehmen wir mal an, wir üben was. Also ich fantasiere jetzt mal, wir üben mal Klavierspiel. Ja. Da wissen wir, wie das ist am Anfang. Boing und Ding. Also irgendwie funktioniert das nicht. Und nach 5 Jahren gehen schon mal 2, 3 Töne so richtig so flott so von der Hand. Nach 10 Jahren vielleicht das erste Liedchen schon mal. Nach 20 Jahren geht das auch automatisch fast. Das ist Gewöhnung. Ja. Oder schauen wir uns an, wie wir gehen gelernt haben. Das hat ja jeder gelernt. Der erste Schritt, boing, lagen wir da. Der zweite Schritt auch, der 10. auch. Und dann irgendwann schwankt man mal so durch die Gegend und irgendwann steht man und irgendwann kann man gar nicht mehr umfallen. Ja. Doch, man kann auch umfallen. Aber so in der Regel sind unsere Lebensabläufe automatisiert durch Gewohnheiten bedingt. Es geht wie von alleine. Sowohl was unsere körperlichen Abläufe angeht, als auch was unsere Gedanken, unsere Lebensabläufe und so weiter angeht. Es sind Automatismen, die entstehen. Und es sind jetzt nochmal auf einer tieferen Ebene auch all das, was durch unsere Gedanken angestoßen ist. All das, was wir an Bildern von der Welt haben, was wir an Vorstellungen, was wir an Zielen von der Welt, Zielen hinsichtlich der Welt haben. Das ist alles durch die lange Wiederholung so verfestigt, dass wir davon gar nicht mehr loskommen. Nicht? Also Wünsche, wir haben ja darüber gesprochen, die sind nicht einfach da, sondern sie sind das Ergebnis auch von wiederholten gedanklichen Auseinandersetzungen. Wünschen ist ja ein gedanklicher Prozess. Ach, das hätte ich gern. Das wäre doch schön. Ja. Wenn sich dieser Vorgang oft und oft wiederholt, ja, dann muss ich es irgendwann haben. Dann kriege ich es auch, weil dieser Automatismus daraus entsteht. Nehmen wir das zur Kenntnis. Wir können dann nachher in der Aussprache das an dem einen oder anderen Punkt noch vertiefen. Ich will es nur noch mal im schnellen Zusammenhang bringen. Also diese Automatismen, von denen ich sprach, die entstehen dann, wenn einzelne Akte unseres Denkens, unseres Redens und unseres Handelns sich automatisieren, verselbstständigen, sozusagen eine autonome Instanz werden.
Dafür steht als Symbol der Affe. Und die einzelne Tätigkeit, die vorher stattgefunden hat, um diesen Automatismus hervorzurufen, die ist symbolisiert in einem Töpfer. Das ist der, der etwas schafft, etwas tut. Das ist das schöpferische Element in unserer Welt, wenn man so will. Nicht das passive Erleben, sondern wenn von uns etwas ausgeht, wenn etwas von uns geschaffen wird, getan wird. Und es kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Aktivität kann man im Geiste entwickeln, das nennen wir Denken. Aktivität kann man körperlich entwickeln, wir haben darüber gesprochen. Ein- und Ausatmung, Herztätigkeit, also die körperlichen Funktionen. Und auch der ganze Wahrnehmungsprozess des Erscheinens von Gefühl und äußeren Phänomenen ist auch ein Teil von Aktivität. Das sind wir gewohnt. Aber was wir nicht gewohnt sind, ist der Blick auf das, was aus diesen Aktivitäten herauskommt. Das sind nämlich bei einem Töpfer Töpfe. Das klingt einfach. Aber die Symbolik, die dahinter ist, diese Töpfe kann man alle für eine Zeit gebrauchen. Und dann gehen sie kaputt. Ja. Heißt auf Deutsch, alle Aktivitäten, die wir an den Tag legen, so intensiv die sein will, so überlegt die sein will, so gut die sein will, haben ein Ergebnis. Bruch. Es kommt nichts dabei raus, was wirklich auf Dauer hält. Alles Gewordene, sagt der Buddha, muss wieder vergehen. Da sind wir eingestiegen mit dem Aspekt der Vergänglichkeit des Wandels. Das hat eine tiefe Bedeutung für unsere Alltagspraxis und auch für unsere spirituelle Praxis, denn daraus ergibt sich, dass was immer wir in unserer Welt, in unserem Leben anfangen mit unseren Zielen, wir werden nie an einen Punkt kommen, wo alles bleibt, wie es sein soll, sondern der schönste Topf, den wir gemacht haben, makellos, hat doch einen kleinen Fehler. Er geht irgendwann mal wieder zu Bruch. Und dann müssen wir einen neuen machen und dann müssen wir wieder einen neuen machen und bleiben in diesem Rad. Und jetzt kommen wir an den Anfang, der aber gar kein Anfang ist, sondern nur in der Betrachtung ein Anfang, wo ein Blinder zu sehen ist. Also ein Mensch, der gebeugt geht, er hat nicht die Kräfte, die geistigen und körperlichen Kräfte, die er eigentlich brauchen will, sondern er geht auf einen Stock gestützt. Und dummerweise geht er genau von seinem Haus weg, weil er blind ist, weiß er nicht, wo sein Haus ist, weiß nicht, wo Sicherheit ist, weiß nicht, wo seine tiefsten Wünsche sich erfüllen, er geht fehl. Und das ist die traurige Bilanz, die der Buddha aus seiner Analyse von unserer Lebenssituation zieht. Wir Menschen sind üblicherweise Blinde. Wir haben keine Ahnung, wie das im Leben läuft. Wir haben keine Ahnung, wie wir das Leben richtig in die Hand nehmen. Wir haben keine Ahnung, wie wir das Leben so anpacken, dass was Gescheites draus wird. Und in dieser Situation der Blindheit, und ich sage nochmal, das ist die Beschreibung unserer Lebenssituation, ist angelegt, dass aus Blindheit Aktivität wird. Dass aus Aktivität Gewohnheit wird. Dass aus Gewohnheit diese Dualität körperliche und geistige Welt erscheint. Dass aus dieser Dualität wir hervorgehen, als ein Phänomen des sechs Sinnes Erfahrung hat, dass auch Berührung aus ist, dass dann Gefühle erlebt, dass dann Gefühle befriedigen will, das nennt man Durst, dass um Gefühle zu befriedigen, nach den Dingen greift. Weil wir nach den Dingen greifen, müssen wir die Folgen daraus ziehen, ob sie sich unmittelbar zeigen oder ob sie in einem Werdeprozess sich künftig erst manifestieren. Weil wir karmisch aktiv sind, wird irgendwann das Ergebnis unserer Aktivität geboren. Wir werden die Folgen unseres Wirkens erleben. Und weil wir das tun, werden wir irgendwann auch mal wieder sehen, die Dinge, und wir selbst vergehen. Wir werden Alter, Krankheit und Tod erleben. Und wo man anfängt, das ist ja auch als Kreis dargestellt. Das heißt, es gibt nicht irgendwo einen Anfang und ein Ende, sondern es ist ein Kreis, der sich immer wieder fortsetzt.
Der Buddha nennt es Samsara in einem anderen Zusammenhang. Das Kreisen in der Existenz von unten nach oben, von oben nach unten, von vorne nach hinten, von hinten nach vorne, ohne aus dieser Situation herauszukommen, es sei denn, und das wäre sozusagen die positive Botschaft, es kommt ein Buddha oder jemand, der diesen Zusammenhang, diesen Bedingungszusammenhang durchschaut und sagt, wenn ihr an der Stelle A oder B die Schraube umdreht, ja, oder zurücktretet, dann könnt ihr diesen Kreislauf durchbrechen. Und das ist im Grunde ja die Aufgabe auch der spirituellen Praxis oder unserer Lebenspraxis überhaupt, dass wir aus diesem Zusammenhang, der immer wieder sich neu hervorbringt und immer wieder neu gebiert, herauszukommen. Das ist die bedingte Entstehung. Wären die Dinge nicht bedingt entstanden, hätten sie nicht Ursachen, könnten wir sie auch nicht verändern. Weil sie aber verursacht sind, kann man in diesen Kreislauf eingreifen, kann ihn zunächst so verändern, wie wir das wollen oder wie wir es brauchen, und können am Ende auch diesen Kreislauf, wenn wir es denn wollen, zum Stillstand bringen. Letzter Satz. Um einzuhaken, gibt es zwei Königswege. Einmal Nummer 1, das ist das Unwissen. Unwissen kann man beenden. Und nichts anderes hat der Buddha getan. Er hat immer gelehrt, wie man aus Unwissen zu Wissen kommt oder zu Weisheit kommt. Der zweite Einstieg ist beim Durst, dem Verlangen, den Wünschen, muss man nicht unbedingt nachgeben. Man kann ihm sagen Nein oder man kann sie modulieren, man kann sie verändern. Und damit haben wir die beiden Punkte wenigstens mal genannt, wo es eine Möglichkeit gibt, auch zu Veränderungen zu kommen. So, ich mache mal Schluss. Das war ein Schnelldurchgang durch die bedingte Entstehung. Wenn ihr die Symbole vielleicht in einer stillen Stunde nochmal anguckt, wird euch das erinnern und wird euch vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ein wirklich nicht einfaches Thema, muss ich auch dazu sagen, ein bisschen aufzunehmen, ein bisschen lockerer zu werden. Denn dieses Thema oder diese Betrachtung des bedingten Entstehens ist eines der Kernthemen, der Kernaufgaben, wenn man sich mit dem Buddha Dhamma beschäftigen. So, Punkt. Ihr habt das Wort. Ihr dürft aber erst Luft schnappen. Das ist schon erlaubt. Im Laden hat schon reagiert. Das kann ich auch, ja. Das ist dasselbe. Das ist die Volksausgabe, sozusagen. Ja? Man kann ja alles unterschiedlich ausdrücken. Und so hat der Buddha auch über diesen Zusammenhang des bedingten Entstehens sehr unterschiedliche Aussagen gemacht. Und zwei Varianten finden wir in dem inneren Teil. Deshalb habe ich das sozusagen als Alternative nochmal mit aufgezeigt. Wenn ihr ganz innen guckt, dann seht ihr drei Tiere. Das obere Tier ist ein Hahn, der steht für ein Geistesgift, das Gier genannt wird. Das untere soll ein Schwein sein, das hat eine Mähne irgendwo, wahrscheinlich haben die tibetischen Schweine Mähnen. Das steht für Verblendung. Und die Schlange, das kennen wir schon aus der Bibel, das ist das Böse halt. Ja, warum, weiß ich auch nicht. Das steht jemals symbolisch für Hass, Ärger, Aversion. Und das ist nichts anderes als bedingte Entstehung. Weil, wo Verlangen nach etwas ist, ich möchte haben, erzeugt das Ärger, wenn es nicht erfüllt ist. Und aus beiden Emotionen, wollen und nicht wollen, entsteht Verblendung. Ich sehe die Dinge nicht realistisch. Und so haben wir eine Mini-Form der bedingten Entstehung, dass aus Gier Hass hervorgeht und aus Hass und Gier Verblendung hervorgeht und aus der Verblendung wieder Gier und Hass. Auch eine Beschreibung unserer Lebenssituation. Denn wir bewegen uns ja genau in diesen Emotionen. Wir mögen was, wir lehnen was ab und glauben im Recht zu sein, um es einfach zu formulieren. Und in dem zweiten Ring drumherum haben wir dasselbe nochmal, aber jetzt auf einer anderen sprachlichen Ebene und auf einer anderen Darstellungsebene. Da geht es nämlich um Karma. Innen ging es um psychologische Phänomene, um geistige Kräfte, die sich wechselseitig sozusagen bedingen und hervorbringen.
Das zweite Bild ist jetzt personalisiert. Das sind Menschen dargestellt. Die einen auf der linken Seite, die streben nach oben. Das sind die, die sich richtig angemessen und gut verhalten. Nicht? Die erarbeiten sich ein schöneres, ein besseres Leben. Aber dummerweise, wenn sie ganz oben sind, wenn sie sozusagen das Paradies erreicht haben, vergessen sie, wo sie hergekommen sind, genießen all das, was sie haben und vergessen weiter Gutes und Richtiges zu tun. Und dann ist programmiert, was man auf der rechten Seite sieht, nicht? Man stürzt wieder ab, es geht wieder abwärts und man sieht, dass diese Wesen gebunden sind. Sie sind an die Gesetzmäßigkeit der Existenz gebunden. Es hat keinen Zweck, im Paradies zu sagen, ach lieber Petrus, mir gefällt's hier so gut, lass mich doch hier, ja? Nee, Petrus wird sagen, du, deine Zeit ist um, hier ist die Tür, verschwinde wieder. Das ist der Ausdruck für diese Gesetzmäßigkeit. Gutes, positives Karma führt nach oben in eine hellere Existenz, in eine wohltuendere Existenz. Schlechtes Karma führt wieder abwärts. Handeln und erleben, wirken und erleben, bedingen einander. Und wenn ihr genau hinguckt, seht ihr, dass von dem Hahn zumindest auch so eine Schnur zu dem einen Menschen dahin führt. Ja? Menschen werden ja getrieben genau von diesen inneren Kräften, von ihrem Wollen, von ihrem Nichtwollen, von angezogen sein, abgestoßen sein und von ihrer geistigen Blindheit. Also die Kräfte, die innen sozusagen abstrakt dargestellt sind, die sind außen etwas personalisiert. Und ganz außen ist dieser einfache Zusammenhang, nicht dieser einfache Kreiszusammenhang, nochmal ausgeweitet und einfach differenziert dargestellt. Und je nachdem, wie intensiv man sich damit beschäftigen will, begnügt man sich mit einfachen Darstellungen. Oder wenn man es genau erforschen will und genau angucken will, muss man halt genauer hingucken. Genügt es im Laden erstmal. Sie haben gesagt, alles, was geboren wird, ist auch vergänglich und stirbt damit. Aber das impliziert doch, dass auch dieser Kreislauf vergänglich ist und damit auch unsere Seele. Aber so richtig verstanden habe ich mich jetzt nicht so aus. Aber wird man geboren und stirbt und wird geboren und stirbt. Und und Sie haben gesagt, dass nur ein Buddha diesen Kreislauf im gehen kann. Heißt das, dass theoretisch wir alle irgendwann mal zum Buddha werden in irgendeinem Leben? Oder? Wenn ich das gesagt habe, habe ich was Falsches gesagt. Ich hätte sagen wollen, ich habe es nicht mehr in Erinnerung, dass Buddhas in der Lage sind, diesen Kreislauf zu sehen. Ja? Sie erforschen sozusagen Existenz und sehen, dass Existenz nichts anderes ist als das Zusammenwirken dieser Phänomen. Sie erkennen das, entdecken das. Aber sie lehren es ja auch. Was ich heute mache, ist ja ein Versuch, das auch uns verständlich zu machen. Buddhas entdecken sie, aber wir können das ja nachvollziehen. Ja, also wenn wir in einer fremden Stadt sind und eine Straße suchen, sind wir manchmal den ganzen Tag unterwegs, finden sie nicht, weil eine Stadt groß ist und wir verirren uns da. Aber jemand, der sich in der Stadt auskennt und uns sagt, dort vorne ist es, zweimal links, zweimal rechts, dann können wir das finden. Also wenn uns ein Buddha lehrt, das ist bedingte Entstehung, können wir das nachvollziehen. Aber von uns aus wären wir nicht darauf gekommen, weil das zum Teil verborgene Gesetzmäßigkeiten sind, die nicht so auf der Oberfläche liegen. Aber diesen Kreislauf nicht zu kennen, nicht zu verstehen, heißt, in ihm festgebunden zu sein. Weil wenn ich die Mechanismen nicht kenne und erkenne, denen ich unterliege, habe ich keine Möglichkeit rauszukommen. Aber wenn ich diese Zusammenhänge verstehe und durchschaue, dann ist auch die Möglichkeit, herauszukommen. Deshalb lehrt der Buddha ja. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn wir verstehen, dass wir in einer Situation des Unwissens uns befinden, dann können wir das sagen, okay, dann bemühe ich mich drum, aus Unwissen Wissen zu machen. Ja? Das heißt, das ist für uns ein praktischer Ansatz. Und du hast eine Sache richtig gesagt, wenn alles vergänglich ist, dann ist auch unsere Gebundenheit vergänglich. Ja. Wäre das nicht der Fall, ja, dann könnten wir uns in 10.000 Jahren wieder hier treffen und wären keinen Schritt vorangekommen.
Aber die Bedingtheit kann ja aufgehoben werden, wenn ich die Bedingungen von etwas kenne. Ja? Also wenn ich die Bedingungen von Knöllchen kenne, kann ich es da aufheben. Vor allem 30, ganz einfach. So einfach ist es. Ist platt gesagt. Ja? Aber wir verstehen, wenn man die Bedingtheit von Phänomenen kennt, die Ursachen kennt, kann man die Ursachen verändern und dann sind auch die Erscheinungen andere. Und wenn ich überhaupt keine Ursachen mehr bediene, keine Ursachen mehr folge, ja, sie nicht mehr in die Welt setze, habe ich auch das Ergebnis nicht mehr davon. Was ist ideal, dass wir jede Phase durchgehen? Weil manchmal Leute sind in dieser Aktivitätsphase das ganze Leben oder Automatismus. Die Antwort ist vielleicht ein bisschen überraschend. Sprache hat ja das Problem, man kann die Dinge immer nur nacheinander sagen. Und dieses Bild suggeriert ja auch, wie bei der Uhr. Ja? Erst ist 1 Uhr, dann ist 2 Uhr und irgendwann ist der Zeiger wieder oben. Aber diese Dinge passieren nicht nacheinander. Sie passieren alle auch gleichzeitig. Ja? Also das ist ein guter Hinweis übrigens, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Es ist nicht so, dass wir sagen, jetzt leben wir alle. Und in 50 Jahren sterben wir. Ist ja nicht der Fall. Im jetzigen Moment stirbt etwas in uns. Ob das hier 7 Zellen sind oder ein Gedanke, den ich eben hatte, ist jetzt gestorben. Das ist doch sozusagen mit das Geheimnis, das da drin steckt, dass diese Phänomene immer und überall passieren und dass sie sich wechselseitig bedingen. Und es wird ja auch dauernd etwas geboren, ja? Also wir alle haben jetzt die letzte Stunde geatmet. Und dadurch sind Zellen auch neu entstanden, geboren, ernährt worden, haben sich verändert. Wie oft haben wir Gedanken schon gewechselt in den letzten Stunden? 100 Gedanken sind gestorben, 100 neue sind geboren. Und gleich sind sie wieder gestorben. Ja. Auch das Verlangen oder Durst, was auch immer. Wer hatte jetzt nicht den Durst, ach, wie wäre das jetzt so schön, ich könnte rausgehen, ja, statt hier im Raum zu sitzen. Das wäre jetzt so ein Spaziergang so schön. Oder, ach, morgen ist Feiertag. Was ist das anders als ein Ausdruck von Verlangen? Ach, morgen wird schön, dann muss ich nicht arbeiten gehen, dann kann ich ausschlafen oder was auch immer. Ja, also das geschieht doch jetzt auch alles. Oder nehmen wir auch dieses Werden, ja, gleich. Wir haben heute das eine oder andere der Buddha-Lehre gehört, was wir vielleicht nicht kannten oder nicht so kannten. Und das wirkt jetzt in uns. Vielleicht wenig, vielleicht mehr. Und das Ergebnis davon kriegen wir vielleicht in 10 Jahren mit, wenn wir uns näher damit beschäftigen. Also auch das Werden ist etwas, was im Moment aktuell ist. Es passiert nicht irgendwann in Zukunft. Und auch die Frage Berührung, Sinneskontakte finden doch dauernd statt. Wir berühren doch dauernd unsere Umwelt über das Auge, über das Ohr. Ja, dauernd wird in uns etwas angerührt. Ach, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Gefühle sind doch in jedem Moment da. Auch ist es heiß, auch ist es kalt, ja. Auch ist es langweilig, auch ist es interessant. Und diese Gefühle, die sind auch permanent da. Deshalb heißt das Bedingte entstehen auch das Bedingte zusammen entstehen, wird manchmal gesagt. Dass man nicht jetzt glaubt, das wäre so ein Ring. Erst wird das eine abgearbeitet, dann kommt das nächste dran. Sondern das eine bedingt das andere. Das eine geht aus dem anderen hervor. Das sind Wechselbezüge. Ja, aber ist ja so die Frage gerade nach dem Ideal war, oder ne, was wäre so die idealischste Situation? Ich glaube, oder ich jetzt für mich denke, mehr, das ist so dieses, wenn man sich dessen bewusst ist, dass es wirklich so Prozesse sind, dann kann man das so ganz anders für sich jetzt im Alltag auch irgendwie erkennen. Das ist immer ein Wert, dass ich, wenn man sich dann gerade, vielleicht muss man dann eher überdenken, bin ich jetzt gerade irgendwie, mache ich gerade was aktiv oder ist das gerade eigentlich ein Prozess des Greifens? Genau. Und ich glaube, dann ist es dann ist vielleicht, oder wäre ich, was ich jetzt so für mich mitnehme, dass ich dann, wenn ich mir der Prozesse bewusst bin, kann ich nachfragen, ist es jetzt gerade ein Greifen oder ist es was Aktives oder ist es
ein Gefühl oder ist das schon mehr ein Stillen von Durst, in welcher Hinsicht? Ja. Das ist sehr gut, was du sagst, weil du darauf hinweist, dass das ja nicht jetzt irgendwas Abstraktes ist, was man abheften kann und sagt, irgendwann gucke ich mal wieder nach, was bedingte Entstehung ist, sondern diese Dinge kann man bei sich ja selbst beobachten. Nicht? Wenn hier von Durst die Rede ist, Durst steht für Verlangen, für Wünsche, kann man bei sich beobachten. Was steigt denn da jetzt wieder auf? Und unser Geist ist auch in der Lage zu beurteilen, ist das jetzt was Vernünftiges oder ist es nicht vernünftig? Das heißt, wir können an dieser Stelle sagen, gehe ich diesem Wunsch nach? Oder sage ich, so ein Quatsch? Nee, du bist ja nur ein Wunsch. Bleib, wo du bist, ich muss dich nicht erfüllen. Und das ist unser Fehler. Wenn da ein Wunsch auftaucht, das nehmen wir sofort ernst. Oh je, ein Wunsch. Wie kriege ich den jetzt sozusagen geregelt? Wie kriege ich den erfüllt? Stattdessen mir sagen, ach ja, guck mal, ein Wunsch ist entstanden. Ja, wie entsteht ein Wunsch? Weil vorher ein angenehmes Gefühl war. Ja, ja, und schon ist er weg übrigens. Ja? Wenn man das betrachtet, was da passiert, kriegt man erst sein Leben in den Griff. Sonst ist man ein Automat. Ein Gefühl ist da, aus dem Gefühl entsteht der Wunsch, aus dem Wunsch entsteht die Aktivität und nachher müssen wir die Rechnung zahlen. Und Knöllchen. So, wenn man das rechtzeitig beobachtet, ach, eben will der Fuß aufs Gas, ja, und man in die Zukunft guckt, was kommt denn raus, sagt man, ach Quatsch, langsam fahren ist auch schön. Kriegt man eine Fliederduft mit, so ungefähr. So, da fehlt mir noch was, und zwar den Punkt, dass man so das im siebten Bewusstsein nennt, dieses Bewerten. Ich kann das alles feststellen. Ja. Weshalb ich habe jetzt einen Wunsch, und dann kommt dieser Automatismus beim Menschen. Mit dem Bewerten. Und das macht doch das Ganze erst verheerend, wenn ich nicht mehr bewerte und einfach nur sehe, in diesen Zustand zu kommen, dann etwas zu sehen, ohne zu bewerten, das verhindert doch einen neuen Wunsch, den Wunsch der Begierde, das möchte ich haben, zu haben. Richtig, ja. Da ist so ein Knackpunkt, ja. Wie überwinde ich das denn? Oder was ist denn das? Wissen werden, von der Unwissenheit zu Wissenheit zu Wissen kommen. Richtig. Das hat doch mit dieser Bewertung zu tun. Ja. Ich sprach ja von den zwei Ansatzpunkten, ja? Unwissen und Durst. Was man leicht erkennen kann, ist Durst. Verlangen ist offensichtlich. Ich will das. So manifestiert sich Durst. Warum will ich das? Da ist doch die Bewertung von. Ja, ich komme gleich drauf. Also das ist, was wir unmittelbar wahrnehmen. Ich will das. Was wir aber nicht wahrnehmen, ist Unwissen. Weil wir alle halten uns für klug. Ja? Und schon ist es passiert. Wo nämlich Wissen ist, kann kein Durst aufkommen. In Wirklichkeit. Ja. Wie kommt, jetzt gehe ich nochmal auf Unwissen ein bisschen näher ein, das habe ich vorhin ein bisschen kurz gemacht. Was ist ein Unwissen? Unwissen bedeutet, die Dinge, die da erscheinen, für real halten und ernst nehmen. Wenn ich das tue, dann geht der Rattenschwanz los. Weil ich dann sage, jetzt kommt da eine Bewertung, das ist gut, das brauche ich, das ist schlecht, das brauche ich nicht. Und dann kommt der Rattenschwanz bis zum Greifen und. Wenn Wissen ist, passiert genau das Gegenteil. Ach, da ist ein Phänomen. Was hat ein Phänomen für eine Eigenschaft? Es kommt und geht. Also was soll's? Ja? Und genau dieses Wissen, alle Phänomene erscheinen und vergehen, dieses Wissen ist nicht präsent, sondern bei uns ist immer, ach Mensch, das brauche ich, das ist schön, was ist denn das? Ja? Der Geist ist beschäftigt und bewertet positiv oder negativ. Und dann sind wir übrigens auch wieder bei dem Affen. Der Affe ist nichts anderes als das Ergebnis unserer Bewertungen. Der Affe setzt um, was unser Geist sozusagen in die Gänge gesetzt hat. Der Affe ist die Automatisierung unserer früheren positiven oder negativen Bewertungen. Unrückgängig macht man das, indem man so sagt, dass du Bewusstheit in diese Sache reinbringt. Guck, wie es läuft, wann es da ist. Und nur dann hat man die Möglichkeit, auch diesen Prozess zu steuern. Das ist doch auch ganz nah, Wissen und Bewusstsein. Nochmal bitte? Wissen und Bewusstsein stehen sich, ist ja auch ganz nah an sich.
Vom Wort ja, aber das Buddha-Wort, also das Wort, das der Erwachte gebraucht, Avidya, heißt, wir übersetzen das immer Unwissen. Und wir assoziieren damit, ja, es fehlt etwas an Information. Ich weiß nicht, wann der Bus fährt, das ist Unwissen. Und wenn einer mir sagt, ja, 6:10, ist dieses Unwissen beseitigt. Aber das buddhistische Unwissen geht noch ein bisschen tiefer. Es meint sogar Falschwissen. Da sagte dieser Tage den Vergleich mal, so wie Unwetter nicht heißt, es ist kein Wetter, sondern es ist schlimmes Wetter. Und Unwissen heißt geradezu, wir haben total falsche Vorstellungen von der Welt. Deshalb genügt es nicht, nur Informationen reinzubringen, sondern Wissen dadurch zu erzeugen, dass wir einen realistischen Blick für die Realität kriegen. Ist ein bisschen auf einer anderen Ebene. Ja? Aber beides. Information und einen klaren Blick und nicht diese illusionäre Sichtweise auf die Realität haben. Ich wollte fragen, ob du nochmal die Brücke schlagen kannst zwischen Bild 1 und Bild 12. Ja, also Bild 12 heißt, ich saß einmal auf einer anschaulichen Ebene und dann mehr abstrakt. Ja? Bild 12 heißt, ich habe 70 Jahre gelebt, mein Körper stirbt, ich bin tot. Ende. So denken wir oft. Aber in diesem Kreislauf ist es kein Ende. Wir haben von Vipassi schon gehört, man wird geboren, man altert, man stirbt und wird wiedergeboren, altert wieder und stirbt wieder. Das heißt, in dem Bild gesprochen, der gestorben ist, der Körper wird von den Tieren gefressen, aber das Wesen erscheint wieder. In welcher Situation? Unwissen wie vorher. Das heißt, wer diesen Kreislauf einmal durchlaufen hat, kann nicht sagen, ach endlich, 12 Haken, yippie, jetzt ist vorbei. So, nee, die Situation ist genau wie am Anfang, wieder Unwissen. Du kannst es aber auch so sagen, dass das Unwissen auch schon in der Sterbesituation vorhanden ist, bei unbelehrten Menschen, nämlich die jetzt sagen, ach, ich sterbe. Was ist das anders als Unwissen? Da bin ich und ich sterbe jetzt. Wissen heißt, da ist Rupa, Rupa ist vergänglich, ich guck, jetzt zerfällt dieser Körper, das Wissen. Aber Unwissen ist, ich sterbe, ach, hätte es nicht noch ein Jahr dauern können, ich hätte doch noch gern gesehen, wie mein Enkel in die Schule kommt und hab doch das noch nicht erledigt und war noch nicht in Italien und all diese Dinge. Das ist Unwissen. Und das findest du überall, ja? Genügt an der Stelle? Ist das jetzt insgesamt eine Sache, die jeder mit sich ausmacht und sagt, okay, ich versuche Wissen zu erlangen über wie eigentlich alles miteinander zusammenhängt und mich befreie und das Ende ist dann das Nirvana und ich werde nicht wiedergeboren? Oder gibt es auch die Überlegung, dass man sagt, wenn wir das alle zusammen versuchen, da schon das Leben im Hier und Jetzt lange durch diesen Kreis geht und das nicht alles so mitmacht, ein besseres wird und eine bessere Welt, wo manche Phänomene auch nicht so stark sind wie Krieg und Folter, auch wenn die vergehen, ist es ja trotzdem sehr schmerzhaft. Es gibt beide Antworten. Die eine Antwort ist, ja, lass uns erst mal gucken, dass unser Leben besser wird. Ja? Für jeden Einzelnen. Fußnote. Zu glauben, wir sind wir und die anderen sind anderen, ist nichts als Unwissen. Fußnote beendet, anderes Thema. Ja, dass wir das auch sehen, wir haben, wenn wir jetzt diese bedingte Entstehung betrachten, machen wir das wie Kleinfritzchen so ungefähr. Ja, also Kleinfritzchen über die bedingte Entstehung spricht so ungefähr, haben wir es gemacht. Aber es ist ein Anfang, dass wir unseren Geist überhaupt mal in diese Richtung lenken, dass wir nicht davon ausgehen, die Dinge sind so, wie sie erscheinen, sondern sie sind anders, sie sind vor allen Dingen bedingt und in wechselseitiger Beziehung zueinander. So, und was sich jeder Mensch erstmal wünscht, ja, es soll mir besser gehen. Und auch dazu dient es als Hilfe. Nehmen wir mal den inneren Kreis, nicht, wo die Leute da von unten nach oben steigen. Das ist ja da auch angedeutet. Der Buddha lehrt ja auch, wie du aus einer Situation, existenziell gesehen ganz unten, in eine Situation kommst,
oben, ja, wo es heller ist, wo es schöner ist, wo es angenehmer ist. Und jetzt kommt das Aber. Das ist eine Zeit lang mal wunderbar. Aber man muss auch die zweite Seite des Ringes im Auge haben. Was nutzt es mir denn, Urlaub zu haben? Und dann ist doch wieder vorbei. Da kann man sagen, okay, nächster kommt er wieder. Ja, okay, kommt nächster wieder Urlaub. Aber das ist auch wieder vorbei. Und da freut man sich halt auf Weihnachten. Und das sind auch 3 Tage frei. Und so. Ich mache das jetzt ein bisschen banal, aber ich will damit zeigen, wie hoch die Maßstäbe sind, die man sich setzen kann. Wenn du dich mit 3 Wochen Urlaub im Leben zufrieden gibst, okay, dann ist das dein Ding. Ja? Aber wenn du sagst, auf Dauer mache ich das nicht mit. Arbeit, Urlaub, Arbeit, Urlaub, Arbeit, Urlaub, dazwischen nochmal Steuererklärung, Arbeit, Urlaub, dann ist man mal im Krankenhaus. Und diese Dinge, wenn du irgendwann mal sagst, das mache ich nicht mehr mit. Und das war die Frage von Vipassi. Der hat nicht nur gefragt, ach, wie kann es uns besser gehen? Das ist die Frage, ist banal, die stellt sich jeder. Der hat gefragt, was sind denn die tiefsten Ursachen dafür, dass das immer, immer weitergeht? Ich habe genug davon. Ich will raus. Wo geht's raus? Das ist die Fragestellung. Aber um dir entgegenzukommen, es geht nur aus dem Helleren raus. Vom Dunklen geht's gar nicht raus. Sodass unsere Wegstrecke am Anfang gleich ist. Wir alle bemühen uns ums Bessere, ums Schönere, ums Hellere und so weiter. Und dann können wir immer noch entscheiden, ob das Raus nicht noch heller ist und schöner ist, als die Aussicht, ganz oben zu sein und dann doch wieder diese Kreisläufe zu, ja, durchlaufen. Da sind wir übrigens wieder an einer Knackstelle. Der Buddha sagt nicht, ich verspreche euch das Paradies. Der sagt, das Paradies gibt's. Da kommt ihr auch rein, wenn ihr entsprechend karmisch wirkt. Aber das Paradies ist vergänglich. Weil alle Phänomene, die hier geschildert sind, alle Phänomene eine Eigenschaft haben. Sie wandeln sich, sie vergehen, sie können nicht gehalten werden, weil der Affe immer rast, der Affe rennt, der Strom strömt. Wir können den Strom nicht festhalten. Ja, Dirk. Ja. Das wird ja hier auch erklärt, irgendwie, welche angenehmen Gefühle wird es ergreifen und so weiter. Aber es gibt ja auch die unangenehmen Gefühle. Und passiert es da nicht genauso und auch permanent? Also, dass es die unangenehmen Gefühle gibt, man ignoriert, man läuft weg und es wird dann irgendwie nicht was innerhalb, was in einem wächst, sondern, was weiß ich, es wird halt außerhalb irgendwie was, was dann von hinten auf einen draufkommt. Das ist irgendwie auch genauso. Ja, beides richtig. Einmal sollte ich ergänzen, Durst heißt nicht nur, ich will haben, ich will trinken, was da steht. Durst heißt auch, ich will nicht. Ja, also es ist beides. Ich will und ich will nicht. Mögen oder Aversion. Und ergreifen bedeutet auch beides. Her mit dem Becher oder weg damit. Ja. Das ist immer die Reaktion. Angenehme Gefühle verleiten uns, sie zu wiederholen. Unangenehme Gefühle drängen uns dazu, sie wegzuschieben. Und das Ergreifen ist jeweils der Akt, mit dem wir das erreichen wollen. Über das Denken, über das Reden oder über unsere körperliche Aktivität. Und das ist genau der Punkt. Alles, was wir ergreifen, alles, was wir karmisch wirken, hat seine Zukunft. Und diese Zukunft erscheint auf 2 Ebenen. Einmal außen, dann nennen wir es Welt. Oder innen, dann nennen wir es Ich. Und beides ist bedingt. Ja? Beides ist entstanden durch unser Bewerten, unser Greifen nach den Dingen. Einmal erscheint unsere karmische Aktivität als unsere Umwelt, als das, was wir Welt, als das, was wir die Dinge nennen. Und einmal erscheinen unsere Aktivitäten als das, was wir Ich nenne. Und das beide wieder in Interaktion zueinander, wobei das im Grunde gar nicht getrennt ist. Denn hier, vielleicht ist euch das aufgefallen, wenn man über diesen äußeren Ring spricht, da taucht eine Person im Grunde nicht mehr auf. Vielleicht als Symbol, aber die Person ist da völlig ausgeschaltet. Es sind da nur noch Bedingtheiten, die sich wechselseitig schieben.
Da sagen wir einmal Welten, einmal ich dazu. Aber es sind im Grunde nur Bezüge. Ja, bitte. Letztendlich muss ich ja zu dem Zustand, zu dem Bewusstsein kommen, dass ich nichts mehr will, nichts wollen. Dann kann ich nichts anderes mehr finden. Das ist sehr mutig, was du sagst, aber das ist das, was die buddhistische Lehre ausmacht. So, und das, was auch unsere Schwierigkeit ist. Wir leben doch von der Vorstellung, ich habe Wünsche, wenn ich diese Wünsche erfülle, ist es gut. Und der Buddha sagt, es ist gut, wenn du keine Wünsche hast. Das sind die beiden ganz grundsätzlichen Lebensunterschiede oder Ansätze des Lebens. Wir leben von der Wunscherfüllung. Sind erfreut, wenn das passiert, sind enttäuscht, wenn es nicht passiert. Und bemühen uns entsprechend, dass Wünsche erfüllt werden. Und damit, genau damit, bewegen wir uns immer wieder in dem Kreislauf. Und der Erwachte sagt, es wird andersrum ein Schuh dran, draus, nicht? Wenn du keine Wünsche mehr hast, hast du alles, was du brauchst. Ja? Ist alles da. Und das einzusehen ist ein Knackpunkt. Deshalb lehrt der Buddha auch stufenweise. Er sagt erst, was man tun muss, dass, damit sich die Wünsche mehr erfüllen. Und sagt gleichzeitig, jeder erfüllte Wunsch ist ein Seil, ist eine Kette. Du bindest dich, du machst dich abhängig. Und jeder überwundene Wunsch ist ein Schritt in die Freiheit. Und wo keine Wünsche mehr sind, da ist totale Freiheit. Da ist die Situation erreicht, dass dieser Bedingungszusammenhang ein für alle Mal durchbrochen und aufgehoben ist. Da muss man sehen, wie weit man sich da arrangiert mit diesem Gedanken. Katja. Du hast vorhin von der Dualität gesprochen. Dann hast du, glaube ich, ein Spiel gebracht, in dem Moment, wo Geistiges und Körperliches ins Spiel kommt. War das die Stelle, wo du von der Dualität, kannst du das nochmal wiederholen, so kurz? Ja. Wieso da die Dualität? Ja, also man kann die Dinge kompliziert sagen und kann sie einfach sagen. Und wenn der Buddha die Dinge kompliziert sagen wollte, hat er es so ausgedrückt, wie wir sie heute, sagen wir mal, versucht haben zu besprechen. Und er hat es auch versucht einfach. Sagt, wenn wir Existenz, unser Leben reduzieren wollen auf die einfachsten Fakten, dann tauchen drei Dinge auf. Alles, was körperlich und materiell ist, alles, was geistig ist. Nama, Rupa. Und da gibt es einen dritten Faktor, der beides immer in Trab hält. Und das ist das Leben. Geist und Körper in ständiger Wechselbeziehung und in ständiger Bewegung. Das ist, nenn es Dualität, nenn es Zweiheit. Ja? So, und diese Phänomene können in einem positiven Verhältnis sein, wo es angenehm ist, wo der Geist angenehme Dinge wahrnimmt, Materielles erlebt oder Unangenehmes. Und Vinyana, dieses Dritte, das ist der Affe, der ist immer wieder antreibt, der Strom, ja, diese bewegte. Unser Leben ist ja immer nur ein Strom, immer wieder Körperliches und Geistiges in Aktion. Und das Aufheben, das zur Ruhe bringen, ist das, was vorhin Nirvana genannt worden ist. Anders ausgedrückt, dasselbe. Die Bewegtheit zu Ende bringen. Oder nehmen wir nochmal unsere karmische Aktivität. Nicht? Der sagt ja, es gibt helles Wirken, das helle Ergebnisse hat. Ihr kennt das. Es gibt dunkles Wirken, das dunkle Ergebnisse hervorbringt. Es gibt hell-dunkles Wirken, das helles und dunkles hervorbringt. Das ist unser Leben. Und dann sagt er still dazu, und es gibt ein Wirken, das weder hell noch dunkel ist und das weder helle noch dunkle Folgen hat. Das ist Ruhe. Ja. Aber Ruhe können wir nicht ertragen. Lieber tut's weh, ja, lieber bleiben wir in unserem Gefängnis, weil wir uns nicht vorstellen könnten, dass das Auslaufen dieses Systems das Ende aller Probleme ist. Nehmen wir lieber viele kleine und große Probleme in Kauf, nur um nicht aus unserem Gefängnis raus zu müssen. Das ist eines der großen Rätsel der Menschheit. Warum ist der Mensch so froh, darüber im Gefängnis zu sein? Da sind wir wieder beim Unwissen übrigens. Ja, das ist die Situation. Wir haben keine Ahnung, in welcher Situation wir uns befinden. Wir wissen nicht, dass wir im Gefängnis sind, aber wir freuen uns, wenn das Gefängnis neu tapeziert wird.
Ja, dann sind wir froh. Oder wenn an den Gitterstäben sich mal ein Vogel hinsetzt, dann sagen wir, ach, guck doch mal da, wie schön der singt. Aber dass das alles aus einer Situation der Gefangenschaft heraus beurteilt wird, dass da eine Tür ist, die man aufmachen kann, ja, das genau ist die Situation von Blindheit, Unwissenheit, Ahnungslosigkeit. Wolfgang. Also ich habe bei mir selbst manchmal den Eindruck, dieses Durstgefühl, diese Verlangensituation ist völlig unbesiegbar. Also sie hört einfach nicht auf. So viel, wie ich versuche, daran zu arbeiten und was ich da tue. Es ist sogar manchmal so, dass ich sage, es ist eigentlich super. Stimmt ja auch. Das bestürzt mich manchmal. Manchmal dann denke ich wieder nicht dran, dann ist es wieder okay. Aber wenn ich jetzt so wieder dran denke und das erzähle, bestürzt mich schon wieder. Ja. Das sagt jemand, der auf dieser Ebene relativ weit oben ist. Ja? Der sagt, ach, du hast es doch gar nicht so schlimm. Ist doch eigentlich ist das Leben doch gar nicht so schlimm. Ja, so ein bisschen glänzt manchmal, ist schon in Ordnung, aber so unterm Strich geht doch. Ja. Unwissen. Warum? Weil die Situation nicht so bleibt. Es wird wieder dunkler. Vielleicht noch eine ganze Weile heller, das mag alles sein, aber es wird wieder dunkler. Und dann fängt man wieder an, dann wenn man ganz unten ist, in der Depression und Armut und Krieg und was ist toll, was Krankheit, da fängt man wieder an, wie komme ich hier raus? Und dieser Buddha und Vipassi und alle anderen Buddhas haben gesagt, nein, jetzt suchen wir den Weg, wo es endgültig rausgeht. Und es gibt diese zwei Ansatzpunkte. Man kann aus Unwissen Wissen machen und man kann den Durst in den Griff kriegen. Da will ich zwei Sätze dazu sagen, weil das funktioniert. Nehmen wir nochmal den Trinker, der den Becher vor sich stehen hat, als sinnhaftes Bild für Durst. Was kannst du denn machen, wenn der Wunsch auftaucht, jetzt will ich 10 Bier trinken? Du kannst sie trinken. So. Dann heißt das, ja, jetzt spinnen wir das fort, dann heißt das, 10 Biere getrunken, dann ins Auto gestiegen, dann haben wir die Knöllchensituation sofort. Ja? Auch ohne zu schnell gefahren, haben wir die 10 Bier-Knöllchensituation. Aus dem Durst wird es ergreifen, aus dem Greifen wird es werden und am Ende steht das Knöllchen. Und da bist du nicht mehr so froh wie bei den 10 Bieren. Aber sagt er, der Durst ist doch da. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine zum Beispiel wäre zu sagen, nein, nicht 10 Biere, 9. Da hast du den Durst noch nicht besiegt, aber du hast dem Durst ein bisschen von seiner Gewalt genommen. Du hast gesagt, 90% kriegst du, aber 10% bestimme ich drüber. Ja? Eine Möglichkeit, also zu reduzieren, was den Umfang der Befriedigung angeht. Das zweite ist, ich werde nicht mehr jeden Tag in die Kneipe gehen, sondern mittwochs werde ich zu Hause spülen, meiner Frau beim Spülen helfen oder so. Ja, zeitlich reduzieren, nicht in dieser Regelmäßigkeit seinen Wunscherfüllungen nachgehen. Und das Dritte, das ist vielleicht, nein, das ist sogar das Wichtige, jetzt komme ich auf das Bewerten zurück, ja. In einer Situation, wo sich dieser Durst mal nicht meldet, manifest nicht da ist, wo der Kopf klar ist, wo der Mensch ruhig ist, wo man mal überlegen kann, wo man mal seinen Krebs einschalten kann, dir dann mal klar machen, welcher Mechanismus denn abläuft, was es denn wirklich bedeutet, ob das Trinken jetzt gut ist oder nicht gut ist, ob es dir unterm Strich hilft oder nicht. Und das ist eine indirekte Bearbeitung des Durstes, wenn du nämlich erkennst, nicht einredest, sondern unmittelbar erkennst, was ich da tue, schadet mir. Im Moment ist es angenehm, aber unterm Strich schadet es mir, wird dem Durst sozusagen die Luft langsam rausgelassen. Den Durst auf einmal zu besiegen, ja, hundertprozentig und komplett und in seinen 1000 Facetten, hat ja auch 1000 Facetten, wo er auftaucht, ja, das ist nicht möglich. Da hast du recht.
Aber zu gucken, wo kann ich immer mal so einen kleinen Stich geben, ja? Wo kann ich ein bisschen Kraft nehmen? Da gibt es 1000 Möglichkeiten. Das ist das, was spirituelle Praxis ist. Das hebt nämlich Durst auf. So, da waren wir. Das ist eine Wertungssache, viel besser zu sein. Weil dieser ständige Kampf jetzt nur noch 9 Bier, 8 Bier, 7 Bier, also runter, da bin ich ständig mit den Bieren beschäftigt. Also bei den Beispielen, ja. Ne, also irgendwo das zu reduzieren. Aber ich denke, mir ging es früher oft so, dass ich gesagt habe, wow, wunderbarer Urlaub. Und dann war ich da im Urlaub, war auch schön. Aber was war da jetzt so Besonderes in der Situation? Mhm. Ja, das Meer sehe ich und so weiter, aber was ist da wirklich so Besonderes? Und manchmal hat man gedacht, was für ein grauenvoller Tag morgen vor mir steht. Und dann war ich in dem Tag, was war denn da so grauenvoll? Also ich denke, wenn man an diesem Spiel dreht, dann brauche ich nicht dieses grausame Spiel machen, der langsamen Reduzierung bleibt man nicht immer an der Droge hängen, an also nicht jetzt als Bier ist, sondern an dem Verlangen. Sondern ich glaube, wenn es uns gilt, oder wenn es mir gelingt, das, wie du sagst, anders zu bewerten und eigentlich damit die Bewertung, die Wahrnehmung verändern. Anders. Ich glaube, dann ist es einfacher, davon zu lassen. Und das sind ja Sachen, die man eigentlich wirklich auch wahrnimmt. Ein wunderbarer Urlaub, ja, ist schön, das Meer zu sehen. Aber was ist da so viel anders wie eine andere Situation, die scheinbar gar nicht so schön ist, zumindest in meinem Kopf nicht so schön ist? Ja. Ich meine, das widerspricht sich ja gar nicht. Muss das eine nicht gegen das andere ausspielen. Ja. Einmal ist das eine Typfrage. Es gibt Leute, die sagen, ab morgen werde ich nicht mehr rauchen und ich werde nie mehr eine Zigarette in die Hand nehmen. Das funktioniert. Und andere müssen sich sozusagen quälen. Die müssen es langsam reduzieren. Und die Dritten, die sind mehr sozusagen kontemplativer. Die haben sich mehr im Auge, die gucken mehr, die denken mehr, die schauen mehr, die bewerten oder entwerten mehr. Ja? Aber man muss auch gucken, in welcher Situation macht man was. Wenn die Kumpels nur sagen, komm, jetzt haben wir einen harten Arbeitstag, jetzt gehen wir noch mal wohin. Wo du sitzt da mit den Kumpels rum, da ist nichts mehr mit bewerten. Da guckst du nicht in die Getränkekarte und bewertest es negativ. Sondern da bestellst du das. Und wenn die drumherum sitzen und die heben alle ein, da bestellst du einen und gibst eine Runde aus. Ja? Dieses Bewerten kannst du dann machen, wenn du mal zur Ruhe kommst. Vielleicht, wenn du am nächsten Tag so einen dicken Kopf hast. Dann besteht so eine Chance, auch mal neu bewerten. Ja? Soll heißen, achte drauf, in welcher Situation was ansteht. Es steht nicht immer alles an, welches Instrument ich gerade einsetze, hängt von der konkreten Situation ab. Es ist ja auch nicht schlimm, die 10 Bier zu trinken, solange ich nicht die immer brauche. Solange ich keine Lust habe. Das ist die große Tücke. Mehr will ich da nicht zu sagen. Jeder Raucher sagt doch, ich könnte sofort aufhören. Wenn ich wollte, ich könnte sofort aufhören. Aber warum soll ich denn aufhören? Ne? Ich habe schon 20 Mal aufgehört. Warum soll ich nicht wieder aufhören, so ungefähr? Ne? Also das sind so die Stolpersteine, die uns der eigene Geist in den Weg legt. Ja, das kommt das sozusagen der Verführer unseres Geistes kommt da zum Tragen. Ich wollte noch mal kurz fragen, wenn man jetzt statt Bier Wasser trinkt, was ja dann eigentlich gut ist, soll man dann auch das Verlangen reduzieren? Oder, also das ist ja was du eigentlich diese mach's nicht, ja, besonders im Sommer nicht. Nee. Aber die Frage, die da steht, ist sehr wichtig. Weil jetzt hört sich so an, hoppla, alle Wünsche werden jetzt abrasiert. Das wird nicht funktionieren. Und das war auch nicht die Strategie, die der Buddha im Auge hatte. Sondern er hat gesagt, Wünsche erstmal gucken, ob das Wünsche sind, wenn man sie erfüllt, dass andere da Schaden davon tragen. Ja? Also es gibt ja harmlose Wünsche. Mein Eis von vorhin ist mein Lieblingsbeispiel. Wer länger dabei ist, hat das schon immer mal wieder gehört. Ja, das ist ja ein relativ harmloser Wunsch. Da wird der Buddha jetzt nicht sagen, du, kein Eis mehr. Ja, sei asketisch. Aber jeder Wunsch, der sich nur erfüllen lässt, indem er andere schädigt, den erstmal lassen. Also jede Handlung, die ethisch nicht einwandfrei ist, um sich Durst zu erfüllen, um Durst zu löschen, weg.
Und dann die gröbsten Dinge weglassen. Nach und nach immer die gröbsten Dinge weglassen. Also nicht gleich Bier weglassen, sondern die Flasche Wodka weglassen, die du abends trinkst. Sondern nur die 10 Bier, nicht auch noch die Flasche Wodka. Ja? Und das, was du jetzt genannt hast, Wasser ist ja doch etwas, was zur Ernährung unseres Körpers notwendig ist. Das bewegt sich ja erstmal auf einer Ebene, die nicht zur Diskussion steht. Das betrifft auch Nahrung und Luft. Wir können ja nicht sagen, ach, ich habe immer den Wunsch zu atmen, jetzt höre ich auch mit den fünf Wünschen auf. Das sind Grundbestandteile unserer Existenz. Solange wir einen Körper, einen physischen Körper haben, werden wir physische Nahrung brauchen. Das ist soweit alles in Ordnung. Also, das Gröbste im Auge haben und das im Auge haben, was ethisch nicht einwandfrei ist. Und da haben wir ein Leben lang zu tun und es gibt noch genug Wünsche, die man sich erfüllen kann, ohne dass man in Schwulitäten kommt. Und dann immer mal die Frage stellen, ja, wie ist die Langzeitperspektive? Will ich raus oder will ich nur neue Tapeten im Gefängnis? Katja? Ich wollte dich nochmal nach einer vielleicht dritten Ausstiegsvariante fragen. Und zwar besteht die Möglichkeit, wenn, also der Buddha hat ja quasi erkannt, dass das Haus leer ist. Mhm. Und ist das eine Abkürzung? Nee. Wenn da jemand ist, der wirklich aus dem tiefsten Verständnis heraus begriffen hat, dass das Haus leer ist, wäre das auch eine Ausstiegsmöglichkeit in diesem Sinne, oder? Das ist eine, aber das ist unter Nummer 1. Wer das sieht, ja, okay. Wer sieht, Mensch, das Haus ist ja leer. Der hat statt Unwissen Wissen in dem Moment, ja. Denn unser Problem ist, wir denken noch immer in den drei Buchstaben. Ich. Ich brauche, ich will, ich muss haben. Wenn man erkennt, wo bisher ich war, sind nur 12 Bedingungen, wo die eine die andere immer neu hervorruft, da wird das Haus leer. Wozu ich bisher ich gesagt habe, das soll ich sein. Nee, das ist mir zu wenig. Ja. Also das ist die Königsklasse, wenn du so willst, das Sehen, was Wirklichkeit ist. Und da fällt der ganze Mist weg, ja. Wenn man etwas als untauglich durchschaut, will man es nicht mehr haben. Man greift nur nach den Dingen, wenn man das Empfinden hat, das hat einen Wert für mich. Wenn man sieht, das taucht nichts, muss man es nicht künstlich loslassen, dann ist es schon losgelassen. So, jetzt haben wir noch 2 Wortmeldungen, dann gehen wir in die Freiheit. Ja. Man braucht doch auch beide. Es geht ja nicht nur mit Wissen, man braucht ja auch die Erfahrung. Ohne die Erfahrung, also ohne das wirkliche Loslassen, ist es auch nicht möglich. Das ist ein Teil des Wissens, Erfahrung, die verstanden ist. Erfahrung, die richtig gedeutet ist. Es ist ja Wissen, kannst du es so bezeichnen. Oder was habe ich dich nicht richtig verstanden jetzt? Die Erfahrung macht man ja in der Meditation oder so, ja, dass da ein Gefühl ist, dem man nicht nachgeht. Seht das mal so, das ist doch wie bei einem Atomkraftwerk. Ne? Da kannst heute dich entscheiden, ja, Atomkraft ist schlecht, wir wollen umrüsten auf Windräder. Kannst du entscheiden für dich. Aber dieses Atomkraftwerk, das läuft und läuft und läuft und läuft. Und selbst wenn du den Hebel rumlegst, ja, ist das Problem noch nicht weg. Und genau so ist es mit unserem Inneren, mit den Kräften, die da wühlen. Da können wir alle sagen, ja, du bist durchschaut, das ist nicht wirklich gut. Aber dieses Kräftepotenzial hat seine eigene Dynamik. Das heißt, es muss auslaufen. Und da haben wir über verschiedene Dinge jetzt gesprochen, wie dieser Prozess der Entsorgung und des Auslaufens wieder organisiert werden kann. Ich glaube, was ich gemeint habe, es soll ja in den Kopf, ins Herz und dann ins Leben. Also, ja, ja. Ja. Diese Sache, wenn es nur im Kopf ist, dann, wenn man nur das Wissen hat, dann... Das ist richtig. Wissen allein genügt nicht. Ja. Man muss es sehen, wie das im Leben auch so erscheint. Die Begriffe jetzt auswendig lernen und dann glauben, jetzt weiß ich, was bedingte Entstehung ist, das wäre ein bisschen kurz gegriffen. Ja, man muss es sehen. Entweder im Alltag, in der Meditation, wo auch immer, ach, da ist es, wovon da die Rede war. Jetzt sehe ich das. Nur wenn man es sieht, dann kann man auch entsprechend mit umgehen.
Und mit dem veränderten Umgang wird man auch sehen, dass sich die Situation verändert. Dass es dann auch greift, dass das nicht nur ein philosophisches Konzept ist, sondern dass es ein sehr wirksames Arbeitsinstrument ist. So, machen wir Schluss. Wir haben Überstunden schon gemacht, aber du hast ja dich noch gemeldet gehabt. Mir ist eben gerade so die Idee gekommen bei dieser Frage, dass sich das ja wohl auf uns Menschen im Westen bezieht, wie wir leben. Wenn ich das vergleiche mit Menschen, die schon als Kinder in Kloster gehen zum Beispiel, dann werden die dieses Wissen nicht unbedingt durch Erkenntnisse oder durch Erfahrungen erlernen. Also bei denen läuft es ja ganz anders ab. Dieses, was du sagst, was die Möglichkeiten, die du uns nennst, die wir nehmen können, die haben auch was mit der Art und Weise zu tun, denke ich, wie wir hier leben, wie wir es gewöhnt sind zu leben, wie wir ja seit unserer Geburt groß geworden sind, wir hier im Westen zum Beispiel. Ja. Nicht nur wir hier, aber auch wir. Es gibt Menschen, die ganz anders leben und die sehr viel früher einen anderen Weg gehen oder vielleicht nie diesen Weg gegangen sind. Das ist so, ja, aber erinnern wir uns mal dran, ich hatte ja Anfang diesen Buddha Vipassi zitiert, 91 Weltzeitalter zurück. Der wusste nicht, wie wir heute leben. Ja, braucht er auch gar nicht zu wissen, weil dieses Prinzip der bedingten Entstehung etwas Zeitloses ist, nicht historisch, sondern es ist ein existenzielles Grundgesetz, das vor 5000 Jahren dieselbe Gültigkeit hatte wie jetzt. Auch nur, wie sich konkret manifestiert, ist unterschiedlich. Ja? Also kein Schüler des Buddha hatte Durst nach einem neuen iPhone. Ja? Heute manifestiert sich Durst, indem Menschen ihr Zelt aufschlagen vor dem Geschäft, wo in 3 Wochen ein neues iPhone rausgebracht wird. Das ist die konkrete Situation heute, aber Durst ist geblieben. Ich brauche das Ding, sonst bin ich unglücklich. Und früher brauchst du vielleicht eine Ochsenkarre, um glücklich zu sein. Ja, da hast du Durst nach einer neuen Ochsenkarre. Das ist variabel. Aber dieses Wollen und Greifen und der Rattenschwanz, der sich daraus ergibt, das ist universell. Das taucht immer wieder auf. In welchen Varianten auch immer. Sie meinte aber wohl, dass die Kinder, die schon mit 7 in den Kloster kommen, dass die eine bessere Chance haben für den Erkenntnisweg, für den Wissensweg. Weil die anders programmiert. Das mag sein. Das mag sein. Aber das hat auch wieder mit dem Karma von Vorleben zu tun. Stimmt, zu Zeiten des Buddha war es einfacher, die Freiheit zu finden, als in der heutigen Zeit, wo wir all diese Dinge gar nicht mehr wissen. Aber ein wichtiger Punkt ist auch mit dem Kloster noch, die Gemeinschaft ist ja auch wichtig. Und einer alleine hat es schwieriger, sein Ego zu überwinden, als in der Gemeinschaft. Und darum ist, denke ich, auch die Gruppe wichtig und das Gemeinsame praktizieren, damit man da immer ein Stückchen weiterkommt. Das war das Schlusswort schlechthin. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen, außer dass ich euch einen guten Nachhauseweg wünsche.